Hallo Radu, ich möchte mit dir die Webseite zahnarzt-götting.unternehmensberatung-hannover.de besprechen. Ich finde das fantastisch, wie selbstständig du hier arbeitest und was du alles realisiert hast. Das gefällt mir in Summe schon sehr gut. Nichtsdestotrotz möchte ich ein paar Sachen ergänzen. Kannst du dich damals erinnern, als du für zahnarztbremen.eu einen Facebook-Button gemacht hast, der genauso groß war wie die anderen Bilder? Diesen würde ich mich freuen, wenn du den hier integrieren kannst für zahnarztgötting.eu. Du musst einfach nach Zahnarzt Dr. Egert Facebook googeln und dann findest du den und dann hier bitte verlinken. Mit einem Fenster, wenn ich da draufklicke, dass sich das in einem neuen Tab öffnet. Das wäre fantastisch. Ferner finde ich das hier ganz toll auf der Webseite, dass das hier schon relativ umfangreich ist. Das ist noch sehr nackig hier. Wenn man jetzt auf Sitemap geht, gibt es aber hier noch eine Fülle von Möglichkeiten, was man dort integrieren kann. Das möchte ich jetzt mit dir gemeinsam priorisieren. Als erstes finde ich neben Facebook ganz wichtig, dass du auch diese Sachen hast mit Jobs. Dazu nimmst du einfach das Logo, schmeißt Zahnarztpraxis Dr. Sebastian Egert raus und schreibst Jobs hin, auch in diesem türkis-grau. Und machst auch einen Button dahin. Der kann natürlich direkt hier im Anschluss folgen. Als drittes hätte ich auch gerne Video. Das finde ich auch sehr klasse. Gut. Dann möchte ich noch gerne weitere Leistungen hinzufügen. Und die finden wir hier unten unter Sitemap. Und zwar möchte ich, dass du dort hinzufügst Parodontologie, Bleaching. Hier gibt es noch ein besseres Bleaching, Prophylaxe, professionelle Zahnreinigung, Cerec 3D, CMD, Kinderzahnarzt, Prothetik, Zahnersatz. Und eigentlich müsste es hier auch noch Implantologie geben. Gucke ich mal weiter. Perfekt. Und abschließend noch Implantologie. Ich weiß, das waren sehr viele, aber ich möchte diese Startseite sehr komplex haben. Was ich toll finde, ist, wenn man hier auf Sitemap geht und man sich hier etwas öffnet, dann ist es meistens so. Ja, perfekt, dass man von dem einen Text zu dem anderen weiterklicken kann. Jetzt hier in dem Fall dummerweise nicht. Was hier jetzt nicht so toll aussieht, finde ich, dass hier die Kontaktdaten überall hier in diesem alten Stil sind. Ich glaube aber, dass das sehr zeitaufwendig ist, wenn du das schöner gestalten willst. Von daher lass es entweder so. Wenn du eine schnelle Idee hast, wie du von allen Unterseiten die abschließende Kontaktzeile entweder rausnimmst oder schöner schreibst, ohne diese Linien, ohne diese komischen Abstände, mit einer richtigen E-Mail-Adresse, schöner gegliedert, dann darfst du das gerne machen. Ansonsten würde ich vorschlagen, ist das zu viel des Guten. Wenn man jetzt nochmal auf Kontakt klickt, na, kommst du? Die Webseite scheint sehr langsam zu sein, warum, wieso, weshalb auch immer. Ja, das sieht auf jeden Fall toll aus. Das denke ich, kannst du so lassen. Ja. Hier müsste idealerweise noch ein Capture-File rein, aber kannst du auch weglassen, weil die Dr. Bönke, die kriegt das ja auch nicht. Das müsste dann so in Ordnung sein. Wenn du nochmal bitte auf die Sitemap klickst und weiter unten. Überprüf mal bitte das Bild, wie groß das ist. So, und wenn ich jetzt auf Composite klicke, aus irgendwelchen Gründen auch immer, das war eben so. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt nicht so kommt. Probiere ich nochmal das.
Das ist doch komisch. Ah, geil. Ich sehe hier gerade Galerie. Überprüfe mal bitte, ob du das auch auf die Startseite bringen kannst, sodass wir auf der Startseite das wunderbar darstellen können. Irgendwie hat die noch ein paar Fehler. Das sieht noch nicht richtig flüssig aus. Aber ich denke, wir werden schon sehr viel weiter sein, wenn du die ganzen angesprochenen Bilder auf der Startseite integrierst und verlinkst. Ich bedanke mich vielmals bei dir, Radu, und ich wünsche dir viel Erfolg und bis bald. Und bitte denke dran, trage dir immer alle Stunden ein, sodass wir das Geld überweisen können. Im letzten Monat hast du ja auch ein bisschen gearbeitet und wir werden dir das jetzt diesen Monat überweisen. Sollte ich irgendwas falsch gemacht haben, bitte melde dich jederzeit. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ganz liebe Grüße. Ciao, mach's gut, Winnie, bye.